Berlin. Außer King oder in Hamburg, Gladbach, Schwarze Pumpe 76 in Köln und Weihe. So, heute präsentieren wir euch neue Mode. Das heißt, ihr seht hier den super schönen Hoodie, den Dreivierteln an. Ganz interessant, dünner Duckkappe drauf, das sehe ich den alles drauf, so ein bisschen. Sogar das Krümelmonster schon gesehen? Ja, das ist so alles Smoky hier drauf. Ne? Also ich finde das ganz, ganz süß, auch hier, wie sie Törtchen gemacht haben von der Minimaus und so. Ne? Ich finde das ganz süß. Und das passt ja auch ganz toll auch nochmal. Hier auch eine weißen oder auch eine schwarzen, oder blauen Hose. Also jetzt in der warmen Zeit, Sommerzeit, kann man das noch ganz toll noch auf so eine tolle weißen Jogginghose tragen. Gut, das Modell haben wir nochmal, also das Pullover-Modell haben wir nochmal in anderen Print gesät. Und die fallen noch ganz gut aus. Das sind jetzt mit kurzem Arm, vorne und hinten. Das ist richtig super toll gearbeitet. Oder dieses hier mit dem Mickey Mouse und Minnie Mouse. Richtig verliebt ist sie von der letzten Nacht, last night. Mhm. Ich finde das einfach toll, finde ich den. Dann haben wir dieses Modell. Ne, die Glücksbärschis. Ja. Who's happy, ja. Ja, mit den Glücksbärschis sind auch dabei. Cool ist das denn? Also, ja, so ein bisschen mehr 50er Jahresstil, würde ich sagen, die Frauen. Oder so ein bisschen Glitzer rein, kann man auch sagen. Ja. Ja. Stylisch einfach. Ja, einfach stylisch. Also einfach super toll. Arbeiten. Das ist auch in der Richtung, diesen Hörzer mal. Tiny Toons. Tiny Toons, genau. Ja, du bist so der Profi, ne? Ja. Ist auch ganz toll gearbeitet, auch hier mit Spiegel, ne? Genau. Ja. Ich glaube Speedy, ich bin mir nicht sicher. Nee, Speedy war die Maus. Das ist die Maus, okay. Na, bitte wisst ihr es aber schon. Ja, hier haben wir nochmal. Yes, Kiss steht drauf. Mhm. Auch ein süßer Mund, hier noch ganz toll gearbeitet. Ja. Weil es so wirklich so ganz toll rauskommt, das Ganze. Das ist cool, ja. Also die Qualitäten sind auch sehr gut. Das ist alles so eine Baumwollmischung. Das heißt, die Drucke bleiben drauf. Wäscht sich auch nicht so leicht aus. Die Simpsons. Das ist auch alles maschinenwaschbar. Ja, die Simpsons. Die Simpsons. Wer kennt sie nicht? Hier, ne? Also ich finde das alles ganz cool. Ja, das ist jetzt so ein Dreiviertelarm, das ist gut gearbeitet. Dann gibt es so die neue Kollektion schon dabei. Ja, und dann haben wir natürlich auch die Losen dazu. Vorne ist der hübsch gearbeitete Perlen. Carmen-Effekt zum Anziehen. Und so eine tolle Ballonlose, die auch richtig schön zu bauen jetzt gefällt. Die ist ja auch eine Universal- oder eine On-Size-Größe, gibt es aber auch nochmal in Schwarz, ist ja auch sehr ausdrucksvoll gearbeitet, macht sich auch wieder ganz toll auf eine weiße Hose und auch eine bunten Hose oder bunten Rock mal drauf. Diese gibt es auch nochmal in Rot, in der Farbe Rot. Also ich habe jetzt extra einen Langarm gewählt, weil ich denke einfach mal, die kann man sich so schön hochschotten, bis hier hin und dann drüber fallen lassen. Mhm. Also ich kann dann auch in etwas wärmeren Tagen tragen. Oder auch Jeans fand ich auch dieses Teil sehr gut. Das ist ein Zweiteiler, also das ist ein Top und dann ein Shirt nochmal drüber mit passender Kette noch dazu. Sieht auch super toll aus. Macht die auch ganz gut, wie man sie sieht. Auch Jeanshosen. Mhm. Dann auch nochmal unsere Angebotsteilen sind auch nochmal dabei. Ein T-Shirt, fand ich sehr gut aus. Passen gut auf weiße Hosen, wenn man jetzt mal sehen könnte, die mache ich wirklich super schön. Ja, schön sportlich. Oder auch einfach mal trocken hin zu tragen. Also ich sag mal so beige, rosa. Und den Arm könnt ihr dann als Langarm, also Dreiviertelarm tragen oder als Kurzarm. Und dann haben wir noch mehr so zwei Teile da. Ein Top wieder, ein Oberteil und passend die Kette noch dazu. Und diesmal ist auch so ein bisschen Halsferne gearbeitet, so angedeutet zum V-Ausschnitt. Und was ich auch sehr schön hier oben nochmal ganz leicht den Moritzfaden, der so schön entlang geht.
macht sich auch ganz toll auf Stoffhosen oder natürlich auch auf Schienenhosen. Oder wie gesagt, ich habe jetzt auch noch diese Hose da. Die machen die Sachen jetzt auch ganz toll drauf, oder? Da sieht das richtig schön lässig aus. Diese Schlaghosen. Macht die auch super gut. Ja, dann haben wir jetzt weiter mit dem Netz hier oben. Auch richtig schön noch allein, gerade jetzt noch für die Übergangszeit. Oder so Leinenoptik. Wartik ist ein bisschen angedeutet. Hier oben nochmal mit Pailletten gearbeitet. Da sind auch ganz tolle Angebote auch dazwischen. Dann haben wir noch eine Mondlose, auch ganz süß. Und noch ein bisschen Binden, auch das auch dehnbar, könnte auch so ein bisschen Schulterbreit haben. Fällt auch ganz gut aus. Dann gibt es diese nochmal in der Farbe Gelb, ist auch mal ein bisschen frischer. Ganz toll. Ja, den nochmal unter zwei Teile. Auch super schön von den Farben. Was auch zu schwarz macht, das sieht ganz toll über zu Weißtöne. Und nochmal ein Zweiteiler. Ups. Nochmal unter zwei Teile und weiß. Die Favoriten mir, die sind die Füllen, die Ballontops, die kann man hier tragen von S bis Größe XXL. Und ist auch ein Angebot für 9,90 €. Die Farbe Beige, und es gibt ja, waren noch einige im Urlaub, und da vielleicht fehlt das noch im Schrank. Wir sind ja noch nicht mit den Schulferien zu Ende. Also für 9,90 €. Tolle Sachen, ist auch Naturfaser, sitzen super gut, sind hier immer sehr beliebt auch. Ein paar Kaki. Grau. Und die Haarhopse. Okay. Ich muss ja zeigen, die sind richtig, kann man die weit tragen, da sind richtig dehnbar die Sachen. Okay. Faden, das ist kein Fehler, den ich habe. Tja, dann machen wir nochmal zum Schritt. So ein bisschen Tunika-Form. Okay, mit einem kleinen Schmetterling drauf. Und hier nochmal super schön Ballon. Ist jetzt auch reduziert. Also im Angebot. Ja, lass doch mal, kann man mal ein bisschen was vom Laden sehen, oder? Ja, dann geht es jetzt weiter. Hier habe ich schon die Zwischenhänge. Also wie ihr seht, hat sie noch andere Sachen, natürlich. Ja, wir haben noch andere Sachen. Ich habe hier die Anleitung gesehen. Aber dann haben wir noch Kleider noch mal dazu bekommen, das ist nicht sportlich. Hübsch.
Dann noch diese Tops hin, so ein bisschen Tunika-Stil. So ein Apfelgrün, ne? Mhm, sehr schön. Sehr hübsches hier vorne die Spitze an den Ärmeln. Und ihr könnt es auch bekamen, würde ich runtertragen. Und die sind jetzt noch mal einiges dazugekommen. Hier auch ein Koralle. Etwas kürzer, hinten etwas länger, ein bisschen sportlicher, Maritim-Stil, kann man gut mit weiß oder mit blauer Hose runtertragen, oder mit auch mit Leggings sieht das ganz toll aus. Mhm. Ja, dann haben wir diese Short, mit hinten haben wir die Binde, das kann man sich verstellen nach Größen. In blau. So noch ein wenig. Ja, dann haben wir diese Scheibe. Tasche aus Paisen. Dann macht ihr wirklich gearbeitet in die Arme mit den Nutzwegen. Eben auch nochmal. Noch etwas kürzer. Da. Hinten etwas länger. Und sind auch sehr gut geschöpft. Also der Print sieht einfach klasse aus, besonders auf Jeanshosen. So wie ihr seht. Sieht nämlich auch ganz toll aus. Und hier haben wir auch nochmal noch mal das Shirt, damit ihr seht, wie toll das aussieht, noch mein Weiß. Mhm. So. Gut, dann geht es jetzt weiter. Wir haben jetzt nochmals kann man sagen. Jetzt haben wir eine neue Kollektion noch dazu getan.
zusätzlich. Und die geht in den nächsten Teil. Mhm.